Ich bin Neoblade und wie ihr sehen könnt, haben wir 5 Grad. Das wollte ich über die Trip-Anzeige mal loswerden, dass auch bei niedrigen Temperaturen die Trip-Anzeige gut funktioniert. Wichtig ist, dass ihr euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung haltet. Also damit rechnet Trip ganz klar, das habe ich mittlerweile herausgefunden, dass wenn ihr in der 80er-Zone 100 fahrt, dann stimmt am Ende diese Prozentzahl nicht mehr. Steigung wird mitberechnet, die Temperatur wird einigermaßen mitberechnet. Also zumindest funktioniert meine Trip-Anzeige bei 5 Grad. Sie funktioniert aber auch bei 15 Grad und auch bei 30 Grad. Von 5 bis 30 Grad finde ich jetzt für Deutschland schon relativ, ja, für jede Region aussagekräftig. Wird wahrscheinlich auch Regionen mit minus 5 Grad geben und so weiter. Vielleicht auch minus 10, vielleicht auch plus 40. Das weiß ich nicht, aber ich denke, zwischen 5 und 30 Grad kommt man eigentlich ganz gut durch die Tür. So, das, was ich ganz klar dazu sagen kann, ist, der Verbrauch im Durchschnitt wird im Winter höher. Heute hatte ich Glück mit dem Fahren letztendlich. Ich habe auf 4000 Kilometer 157 gebraucht. Das ist die Anzeige vom Tesla. Die normale Rechnung in Deutschland sind 16,3, hier jetzt 163 und ich werde weiter von 163 auch sprechen. Und deswegen, ja, ich werde gerade angeblinkt, deswegen bin ich gerade ein bisschen, ich habe, glaube ich, meine Scheinwerfer nicht ausgemacht. Das macht er manchmal, wenn ich sitzen bleibe. Jetzt sind sie ganz aus. Sorry dafür. Ja, es hat extra jemand auf mich gewartet und ist stehen geblieben. Nett von dem Menschen, aber ja. So, jetzt ist mein Licht komplett aus. Also, es sind insgesamt 163. Und auf 4000 Kilometer habe ich 157 verbraucht. Da war ich gerade stehen geblieben. Und jetzt zeige ich euch, wie man diesen Trip benutzt richtig. Das heißt also, Triftweg Paderborn. So, nehmen wir den Triftweg, da habe ich mal gewohnt. Das ist in Borchen, den brauchen wir nicht. Triftweg Paderborn. So. Dann lässt er mich in Hilden laden. Wir kommen da mit 20% an. Gesamter Trip 231 Kilometer. 2 Stunden und 38 brauchen wir insgesamt. Und wenn man dann über Energie sich den Trip anzeigen lässt, fangen wir mit 45 an und landen bei 22. Und darauf kann man sich dann letztendlich sehr genau verlassen. Wenn man Hypermiling macht, dann schafft man es 4% zu sparen. Das heißt, ich würde dann mit 26% ankommen. Aber das bedeutet halt schon wirklich, ja, in meinen Augen verkehrsbehinderndes Fahren. Das heißt also maximal auf der Autobahn 70 bis 80, immer auf der rechten Spur, möglichst hinter einem LKW. Und wenn man dahin mit 180 oder 200 km/h fährt, dann kann man diese 22% natürlich auch deutlich unterschreiten. Ich glaube, mein Rekord sind 5% oder so. Das heißt also, dann würde ich da mit 16%, Entschuldigung, mit 17% ankommen. Aber ihr könnt euch sowohl im Winter als auch im Sommer auf diese Anzeige verlassen. Und sie berechnet Steigungen mit ein. Ich bin also letztens nach St. Katharin gefahren, vom Rhein aus. Das ist sehr, sehr, also ist deutlich höher. Und dann auch noch auf die Autobahn A3 gefahren, die dann auch nochmal einen Berg hochgefahren ist und so weiter. Also ich kann euch nur empfehlen, diese Trip-Anzeige zu benutzen und auch der Trip-Anzeige zu vertrauen.
Also das heißt, wenn hier irgendwas am Ende um die 0% steht, das ist zu risikoreich, selbst 3% würde ich sagen, damit, das kann man schaffen. Mit Hypermailing in meinen Augen sogar kein Problem, die 3% dann zu erreichen. Aber dann würde ich einfach hier in Hilden nicht 15 Minuten laden, sondern etwas länger. Das war's zur Trip Navigation bzw. der Navigation und der Verbrauchsanzeige mit Trip. Und ja, damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert meinen Channel und bis ganz bald.